In diesem Video geht es um die Dreieckschaltung in einem Drehstromsystem. Wir schauen uns direkt die Schaltung einmal an. Hier auf der linken Seite habe ich ein Drehstromsystem mit drei Spannungsquellen, jeweils um 120 Grad Phasen verschoben. Und wir könnten nun einzelne Verbraucher zwischen dem Außenleiter und dem Neutralleiter hier unten anschließen und würden diesem Verbraucher nun 230 Volt zur Verfügung stellen. Das wäre die sogenannte Sternschaltung. Bei der Dreieckschaltung macht man Folgendes. Diesen Rückleiter, diesen Neutralleiter brauche ich dafür gar nicht, sondern ich schalte die Verbraucher zwischen die einzelnen Außenleiter, also zwischen dem Außenleiter 1 und dem Außenleiter 2, den zweiten zwischen dem Außenleiter 2 und dem Außenleiter 3 und den dritten entsprechend zwischen dem Außenleiter 3 und dem Außenleiter 1. Ich verbinde die einzelnen Widerstände einmal mit den Außenleitern. Und einmal zurück. So dass ich nun den Verbraucher hier in Dreieckschaltung dort angeschlossen habe. Und ich kann mir nun jetzt einmal die einzelnen Spannungen anzeigen lassen zwischen den einzelnen Außenleitern. Dazu nehme ich einmal hier diese Marker und setze den entsprechend zwischen Außenleiter 1 und Außenleiter 2, beziehungsweise den zweiten zwischen Außenleiter 2 und Außenleiter 3 und den dritten zwischen Außenleiter 3 und Außenleiter 1. Und im Vergleich dazu lasse ich mir noch einmal die Spannung zwischen Außenleiter 1 und entsprechend diesem Neutralleiter hier unten anzeigen. Simuliere einmal die Schaltung. Und dann sehe ich hier die drei Spannungen, die drei Außenleiterspannungen in Grün, Rot und Blau. Und auch hier sehe ich, dass die einzelnen Spannungen eine Phasenverschiebung von 120 Grad haben. Das heißt, die Abstände zwischen den einzelnen Maxima ist entsprechend gleich groß. Das heißt, hier hat die grüne Spannung die Spannung 1, 2 ihr Maximum, dann die Spannung 2, 3, da die Spannung 3, 1 und im leichten Abstand wieder die Spannung 1, 2. In Gelb sehe ich noch einmal die Spannung zwischen dem Außenleiter 1 und dem Neutralleiter, die entsprechend kleiner ist. Das heißt, durch den Anschluss in Dreieckschaltung erhalte ich eine größere Spannung. Und ich lösche mal die Spannungen 2, 3 und 3, 1. 3, 1 nehme ich mal raus und 2, 3 nehme ich aus. Dann sehe ich quasi die beiden Spannungen nur noch. Ich gehe nochmal eben in die Schaltung. Das heißt einmal die gelbe, das heißt zwischen Außenleiter und dem Neutralleiter und entsprechend die grüne zwischen Leiter 1 und Leiter 2. Und da sehe ich zunächst einmal, dass die grüne Spannung also zwischen den Außenleitern entsprechend größer ist. Das ist der Faktor Wurzel 3, also ungefähr 1,7. Und ich sehe, dass die grüne Spannung, also die Spannung zwischen Außenleiter 1 und Außenleiter 2 phasenverschoben ist zur Außenleiterspannung 1 und zwar um einen Winkel von 30 Grad. Das heißt, die Spannung ist zum einen größer um den Faktor Wurzel 3 und alt der Außenleiterspannung um den Winkel 30 Grad vor.